Bei mir wird es jetzt auch bald wieder Zeit. Also ich habe auf jeden Fall Lust, auch eine In-Body-Messung zu machen und bin auch gespannt drauf. Momentan fühle ich mich auch wirklich gut, muss ich sagen. Also ja, da bin ich gespannt, was sich in den 3 Monaten da so getan hat, beziehungsweise jetzt, ja doch, so fast 3 Monate sind es jetzt, ja. Also, ich kann jetzt vielleicht, ich lese euch kurz mal, also wie gesagt, jeder, der hier im Bild ist, auch gerne, wenn ihr sagt, ihr habt beim Webinar, auch wenn ihr kein Mitglied seid bei uns, kommt in einem Center bei uns vorbei und macht eine In-Body-Messung. Also ich habe es, wie gesagt, direkt nach dem Lockdown gemacht und ich kann euch ein paar Geheimnisse verraten. Leider wusste ich auch schon vorher, wie die Barbara, wie das aussieht. Ich muss jetzt hier mal meine intelligente Lesebrille aufziehen. Und zwar, eigentlich sind die Werte bei mir nicht so schlecht, ja. Also ich wiege 92 Kilo. Und ich habe meine Skelettmuskelmasse ist bei 45,1. Ja, wenn wir hier in dem Vergleichsgruppe reinsehen, das ist natürlich männlich, weiblich gemischt, ja, bin ich hier ganz gut, weil die Muskelmasse hier war 32,7. Also ja, bin ja auch ein Mann und habe aber im Verhältnis, habe natürlich relativ viel Muskelmasse, wobei ich natürlich zugeben muss, dass unsere Mitglieder-Weight, die lagen durchschnittlich bei 73 Kilo, liegt bei 92. Natürlich habe ich dann verhältnismäßig mehr Muskelanteil, weil ich bin ja insgesamt schwerer. Ja. Was aber interessant ist, mein Körperfettprozent, Tim, was würdest du sagen? Was würdest du mir von Körperfett geben in Prozenten? Körperfett würde ich dir geben 18%. Tim, sehe ich so schlecht aus? Ich glaube, Wieso? ich muss mal, Das ist doch ich habe gut. die falschen Das ist doch T-Shirts an, zu gut. weite T-Shirts und zu weite Hemden. Nee, das ist nicht wahr. Ich habe 13,9. 14, also knapp 14. 14, ja, guck mal, 4%, siehst du, vielleicht doch Ja, irgendwelche siehst du? Klamotten. Okay, also dann, aber was ich habe nicht im Inbody, das müssen wir nochmal hier sehen. Man hat normalerweise diesen C-Shape und D-Shape. Ich habe den nochmal eingezeichnet. Bei mir ist der nicht optimal. Ja, ist ein bisschen zu flach. Ja, also da müsste man auf jeden Fall, muss ich dran arbeiten. Aber was interessant ist, ich habe eben, was würdest du sagen, wo ist mein Körperfett verteilt? Ich habe nämlich alleine 7 Kilo im Rumpfbereich. Autsch, ja, also da sitzt das Zeug, ja. Und das ist natürlich nicht verwunderlich. Das haben, glaube ich, einige Männer, dass einfach im Rumpfbereich sitzen die 7 Kilo. Also ich habe kein Fett an den Armen. Hatte ich auch schon gedacht, dass da keins ist. Am Kopf, am Hals, ihr seht es auch nicht. Im Rumpfbereich will ich jetzt nicht zeigen, da ist aber was. An den Beinen auch nicht. Also es sind die 7 Kilo sitzen wirklich um den Core herum als kleine Wärmeisolationsschicht. Also man könnte als Motorradfahrer sagen, wie so ein Neoprengurt, da hängt das da Das ist aber bei dazwischen. 90% der Leute der Fall. Also das ist ganz klassisch, dass das meiste Fett dann um diese Region herum sitzt, weil dort lagert es sich auch am schnellsten ein. Und wenn man natürlich die Beine bewegt, jetzt im Ausdauersport oder auch im Kraftsport, dann ist es schon so, dass die Durchblutung natürlich dort besser wird und die kleineren Fettreserven, die sammeln sich dann eher da, wo, ja, ich sag mal, wo der Rettungsring so verankert ist, ne? Bei Männern Absolut. ja dort, bei Frauen ist es ein bisschen nach unten verlagert, glaube Genau, ich. Hüfte Ja. dann, ne? Ja, Ja, also bei mir ist es, wie gesagt, die Love Handles sind es. ganz genau. Aber was ich sehr zufrieden bin, also deswegen weiß ich, also das könnt ihr bestimmt bestätigen, ich habe jetzt nicht so ein, weißt du, so ein Wanst, also man sieht, dass ich da ein bisschen Fett angelagert habe, die 7 Kilo, ja, die sind da fein verteilt, aber jetzt nicht in Form einer richtigen klassischen Wampe, ja. Ja, genau, aber der Hintergrund ist dort, dass die Inbody gemacht haben, kennen das. Ich habe wenig viszerales Fett. Ja, und das ist ja das Unterhaupt. Vielleicht, Tim, erzähl du kurz, was viszerales Fett ist. Du siehst das, kennst du, das Kreuz ist da im blauen, in diesem grauen Bereich drin Das und ist super unterhalb. gut. Und dann Ja. insgesamt mein Fitnessindex liegt bei 86 von, ups, 86 von 100. Das ist auch okay. Also ich schleppe ein bisschen 7 Kilo zu viel mit mir rum um den Bauchbereich. Vielleicht kriegt man was, ist realistisch, Tim, 3, 4 Kilo weg am Bauch und dann ist das Sixpack da, oder? Ja, also man kann um ganz grob sagen, wenn man beim Körperfettanteil von so zwischen 10 und 12% ist, je nach Körpertyp, kann man das Sixpack durchaus auch schon erkennen. Also Okay. beim Mann. Beim Wo Mann. bist du normalerweise, Tim? Normalerweise versuche ich mich im einstelligen Bereich zu bewegen. Ja. Okay. Ist da nicht Hoffnung bei mir aufgegeben? Also ich. Genau. Okay.
Aber ja, da wiege ich plötzlich nur noch 70 Kilo. Das wäre auch nicht gut. Da muss ich noch ein bisschen Muskelmasse. Aber erzähl uns ein bisschen was über das viszerale Fett. Die Barbara hat mich gelobt. Der Wert wäre gut, glaube ich. Das hast du gesagt, Barbara, ja? Ja. Ja, ja, der also, ist wirklich gut. Also man muss auch sagen, dein Alter. Ja. Das steht hier nicht drauf. Das ist auch nicht bekannt. Ja. Ja, aber. Da steht, siehst du, das habe ich schon gemacht. Das habe ich natürlich, was habe ich mit dem Alter gemacht? Das seht ihr hier. Ja, ich kann es nicht genau erkennen. Ausgeächst. Ja, geschwärzt. Geschwärzt. Das Alter geschwärzt und vorne war HG mein Geburtsdatum. Natürlich habe ich es dann auch noch geschwärzt. Ja, also, das lassen wir jetzt mal weg. Ja. Ich bin 1982 geboren. Ja, das sieht man. Gut. Alles gut. Also, erzähl uns noch ein bisschen was über das viszerale Fett, also die Zusammensetzung, was der Inbody gut sagt und diesen Fitnesswert ausmacht. Genau, also, man kann das Fett sozusagen in einmal böses Fett und normales Fett unterscheiden. Sag, du wolltest schon sagen gutes Fett, oder? Ja, gutes Fett. Ja, 7 Kilo gutes Fett im Körper. Gutes Fett gibt es nur in der Ernährung, aber ja. Bei uns eher nicht so. Auf jeden Fall das viszerale Fett, das ist das Fett, was um die Organe herum sitzt. Ja, das war früher deswegen natürlich wichtig, weil es die Organe geschützt hat, gerade bei hoher Kälte und bei Außentemperaturen, die sehr kalt waren und man hatte halt noch keine Kleidung oder so. Natürlich ist das heutzutage alles ein bisschen anders und viszerales Fett wird gar nicht benötigt oder so gut, also sehr wenig benötigt. Das Problem also ist, es war früher für Hungersnöte gedacht, Tim. Also wenn man quasi Hungersnot hat, dass man genug Reserven zwischen den Organen hat, oder wie? Ja, und als Schutz der Organe, ne? Ja, vor Kälte, ne? Also weil man hat ja keine Kleidung gehabt, man hat irgendwie in einer Höhle gelebt und dann wurde es kalt und dann hat man halt keine Möglichkeit gehabt, sich zu wärmen. Aber heutzutage hat man die Möglichkeiten ja zum Glück und auf jeden Fall ist es so, dass das viszerale Fett da einfach nicht so benötigt wird. Das Problem ist nur, dass dieses viszerale Fett sehr stark in den Stoffwechsel eingebunden ist. Also das heißt, man kennt das vielleicht mal aus irgendeiner Doku oder sowas, wenn man sich so einen Wal anguckt, der hat ja eine wärmende Schutzschicht um seinen Körper. Das ist aber kein stark durchblutetes Fett, das ist weiß. Wenn man das einritzen würde oder so, würde da kein Blut kommen, sondern einfach nur weißes Fett. Ja? Das ist sehr, sehr schwach durchblutet. Und bei uns ist es so, das viszerale Fett ist sehr stark eingebunden in den Kreislauf, in den Stoffwechsel. Mhm. Das Problem ist natürlich, dass das viszerale Fett auch in die Blutbahn gerät, ja, und in den Blutkreislauf gerät. Und wenn das viszerale Fett sich dort ablagert, dann wissen wir alle, haben wir ein Problem mit unseren Arterien, wie zum Beispiel Arteriosklerose, irgendwelche Verengungen, Bluthochdruck, was dadurch entstehen kann. Und diese ganzen Risikofaktoren, die man sowieso ja im Alter etwas mehr bekommt, Bluthochdruck, Diabetes und so weiter, die werden durch das viszerale Fett halt prozentual verstärkt, umso mehr man davon hat. Ja. Und was du gerade gezeigt hast, ist so eine Grafik, wo man einmal so eine hellgraue und so eine dunkelgraue Wolke sieht. Ja? Und diese hellgraue Wolke. Ich zeige es euch schon mal eine Sekunde. Ja. Ja. Inbody hat quasi ein paar Studien durchgeführt und hat dazu diese Grafik dann rausgebracht. Und die gilt. Die wirklich sehr gut verständlich ist. Dieser Bogen, diese Ellipse ist das, die ihr da seht, gell? Genau. Die zeigt quasi die Menge des viszeralen Fetts an. Mhm. Und in der hellgrauen Wolke, wenn man sich dort befindet, ist man im Normalbereich. Ja. Ja? Wenn man sich etwas darunter befindet, ist es auch nicht schlimm in der Regel, weil da befindet man sich zwar etwas im unteren Normalbereich, aber wir wissen ja, also bei Fett darf man sich ruhig unter dem Normalbereich bewegen, solange es nicht viel zu wenig ist. Wenn man sich allerdings über dem grauen Bereich bewegt, also in dem dunkelgrauen Bereich oder gar außerhalb des dunkelgrauen Bereiches. Ich zeig's nochmal, ich muss ein bisschen groß ziehen. So. Genau, dann bei mir ist unter der 86 sieht man das und er genau, meint diesen roten Bereich und bei mir ist... Und wenn man sich da drüber bewegt, dann ist man im Risikobereich und man sieht, dass die Wolke ja so schräg nach oben verläuft, ja. Das heißt, umso älter man ist, umso höher darf auch der viszerale Fettanteil sein, ist er aber auch automatisch, ja, im Alter. Und wenn man
schon in jungen Jahren, zum Beispiel in meinem Alter jetzt mit 30, 31 Jahren, sich jetzt schon im Risiko, jetzt schon im Risikobereich befindet, wo befindet man sich dann, wenn man nichts tut und aktiv sich nicht bewegt, wenn man 60 ist? Ja? Da hat man also eine sehr, sehr lange Zeit in diesem Risikobereich verbracht, über viele Jahre. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Gefahr für Verschleißerscheinungen oder für Erkrankungen signifikant steigt. Und das ist halt eigentlich so die wichtigste Aussage dieses Graphen. Man muss versuchen, im höheren Bereich zu bleiben. Also, Tim, ich kann vielleicht nochmal, jetzt bin ich ja sowieso hier so beim wie sagt man da, Fitness-Striptease. Ja? Ich bin zwar Fitnessstudio-Besitzer, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich ein bisschen trainingsfaul bin. Ja? Also ich bin jetzt nicht derjenige, so ein bisschen wie Barbara und Tim, die echt Bock haben aufs Training. Ja? Also da gehöre ich überhaupt nicht dazu. Mir macht das prinzipiell eigentlich keinen Spaß, das Training. Aber was ich mache, um den Zustand trotzdem in erträglichen Rahmen zu halten, ist ganz klar, ich baue sehr viel Bewegung in den Tagesablauf ein. Ja? Also ich gehe mindestens 2 bis 3 Mal die Woche ins Studio, aber ich meine, wir haben die Apple Watch oder der Michi hat eine Garmin oder irgendetwas, die misst ja deine Aktivität. Und wir haben ja, und da wollte ich jetzt dazu kommen, noch den Activio-Gurt. Ja? Also das sind so meine beiden Sachen. Auf der Apple Watch... MyZone. Oh, sorry, Activio war das alte System. Ich zeige hier auch MyZone natürlich. Ja. Ihr seht, ich bin im Moment im Bronze-Status. Das hat was zu tun. Ich habe letztes Jahr, die mich kennen, wissen, ich hatte eine Netzhautablösung und durfte 2 Monate keinen Sport machen. Das hat mich da ein bisschen zurückgeworfen. Dann hatte ich mal ein Speicherthema, aber jetzt bin ich wieder voll on track. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht riesigen Spaß, mit dem MyZone-System sich da immer sozusagen zu beschäftigen. Und hier seht ihr, ich habe schon 31.000 Maps insgesamt gesammelt. Und ich bin jetzt diesen Monat, wenn ich jetzt die ersten Tage die 1300 schaffe, bin ich im Silberstatus. Ja? Also ich lasse da jetzt nicht mehr nach. Und auch das habe ich wieder ein bisschen konzentrierter angefangen während des Lockdowns, weil dann hat man einfach ein bisschen mehr Zeit für diese Sachen. Ja? Und jetzt bin ich irgendwie da angetriggert und jetzt wird es natürlich auch genutzt. Ja? Heute, seht ihr, habe ich noch nichts gemacht im MyZone, hat noch nicht den Gurt an, kommt aber noch heute Abend auf einen kleinen Jog. Jetzt geht es darum, wenn wir schon da sind, ja, kann ich euch nur den Tipp geben aus eigener Erfahrung, baut viel Bewegung in den Tagesablauf ein. Ja? Also wir sind hier, haben unser Büro in der 4. Etage. Ich benutze so gut wie nie den Aufzug, wenn ich nicht das Fahrrad dabei habe, weil das Fahrrad 4 Etagen hochschleppen, das ist dann ist die Wand kaputt, da macht der Vermieter Ärger. Benutze nie das Fahrrad, das Fahrrad benutze ich immer, aber nie den Aufzug, immer zu Fuß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir wohnen in Bockenheim, unser Büro ist hier in der Hanauer Landstraße. Also ich bin immer mit dem Fahrrad unterwegs, das Wetter ist ideal. Und das zahlt hier alles ein natürlich schon mal, um die 3 Ringe in der Apple Watch zu generieren. Und die werde ich immer gelobt, dass ich die immer schaffe. Und im Club zahlt natürlich ein, im Club nutze ich immer den MyZone-Gurt. Den nutze ich jetzt nicht den ganzen Tag hier im Büro, das wäre ein bisschen lächerlich. Ja, die ganze Zeit hier mit dem Gurt und so im grauen Bereich, zählt auch nicht so viel. Aber dann muss ich ganz klar sagen, im Club immer MyZone an, ja, und dann hier zählen, weil das macht schon, also ich bin so ein Typ, das macht mir Spaß, das verfolgen, wie das funktioniert, ab und zu poste ich es auch mal, also das ist sogar ein persönlicher Tipp, aber ich glaube, der Michael hat ein paar Fragen auch, was für Sport gemacht wurde, oder was ist die nächste Frage, Michi? Ja, eigentlich waren wir ja vorhin beim Thema, wie habe ich mich während der Corona-Zeit fit gehalten, und okay. Dann waren wir ja beim Thema abgerutscht zum viszeralen Fett, und wir alle wissen natürlich, viszerales Fett kam vielleicht auch ein bisschen durch den Alkoholkonsum. Und was mich mal interessieren würde, ist, ob denn bei den Zuhörern hier der Alkoholkonsum während der Zeit von Corona gestiegen ist. Das ist schon mal gut. Ernährung. Ja, jetzt kommen wir gleich zum richtigen Thema. Tim, was ist wichtiger, Training oder Ernährung? Das ist ein klassischer Thema, oder? Also die Basis bildet die Ernährung. Das Training ist natürlich sehr, sehr wichtig, um Muskulatur aufzubauen, weil das wirst du durch die Ernährung allein einfach nicht schaffen. Aber die Ernährung bildet die Basis. Wenn die nicht stimmt, dann kann man auch noch so oft ins Fitnessstudio gehen. Man wird seine Ziele nicht so richtig erreichen können. Also die Ernährung ist immer basic. Also Ernährung ist die Basis, ja. Okay, dann wollen wir kurz mal fragen, Alkohol, wie oft trinkst du Alkohol, Tim?
Hast du gestern Abend, waren ja kurz Monatsabschlussessen im kleinen Rahmen im Freien. Hast du was getrunken? Ich habe es gar nicht beobachtet, Tim. Nee, also Alkohol trinke ich eigentlich nur ausschließlich auf besondere Anlässe. Wenn es mal irgendwie ein Geburtstag ist oder unser Kickoff im Januar oder so. Ansonsten gar nicht. Also es ist, okay, ist für mich auch kein Genussmittel. So. Ja. Also ich muss sagen, Barbara, bei uns Alkoholkonsum während Close Lockdown war sehr, sehr moderat. Ja, wirklich sehr, sehr moderat. Also ich habe mir vor kurzem mal, glaube ich, irgendwann mal habe ich mir vor 3 Wochen 2 Weißbier gekauft. Ja, und ich habe 3 Wochen gebraucht, beide zu trinken. Also wie gesagt, sehr, sehr moderat, was Alkohol angeht. Aber wenn, dann absoluter Genuss, weil dann schmeckt es auch. Bei unseren Mitgliedern auch. Sehr gut. Hey, wir haben hier wirklich nur die fitten Leute dort. Sehr gut, sehr löblich, ausgezeichnet. Also das sehen wir. Tim, wie wirst du es beurteilen? Fast alle das spiegelt gesagt, jetzt aber nicht, das spiegelt nicht den Durchschnitt der Gesellschaft, unserer deutschen Gesellschaft wieder. Ne? Die meisten haben mehr Alkohol getrunken. Ja, die meisten haben mehr Alkohol getrunken. Mhm. Aber ich denke, hier unsere Mitglieder, die jetzt hier dabei sind, die sich natürlich auch schon mit Fitness und mit Sport beschäftigen, haben ein anderes Bewusstsein halt einfach auch dafür. Ja. Und wissen dann auch, dass mehr Alkohol jetzt nicht zu der besseren Figur führt. Ja, ja, aber ich nochmal, ich bin ja auch dazu, ich habe ja vorhin die In-Body-Werte hier kurz studiert, ja, mit dem Durchschnittswert, ja, von, was haben wir, Körperfett durchschnittlich von 19,6%, ja, Körperfett in die Studie reingegangen, das ist der Median, also der häufigste Wert, der bei uns vorkommt, bei unseren Mitgliedern, da sind wir natürlich weit unter der Bevölkerung. Ja? Also das muss man ganz klar sagen. Und auch die 21, wie sie rausgegangen sind. Also wir haben natürlich bei unseren Mitgliedern eine arge Verzerrung, was das angeht. Auf der anderen Seite, jetzt will ich mal ein bisschen offensiv sein, könnten wir eigentlich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Mitglieder an Covid erkranken oder schwer erkranken, wird prozentual natürlich geringer sein, als das in der Bevölkerungsdurchschnitt sein. Das ist auch klar. Also das hat sich ergeben, dass der körperliche Fitnesszustand, nochmal, man muss vorsichtig sein. Ich habe letztes Mal gesagt, die 3 wichtigsten Apps will ich euch aufzeigen. Oben seht ihr die 4 wichtigsten Apps, die es gibt. Ja, mehr App braucht ihr auf keinem Phone. Ja, die Covid-App, ja, also beziehungsweise die Corona-Warn-App, die weiße Primetime-App, die schwarze Primetime-App und die MyZone-App. Ja, also mehr Apps braucht ihr. Vielleicht macht ihr unten noch das WhatsApp und dann seid ihr eigentlich also mehr Apps braucht kein Phone, ja, das ist auch, und ihr seht hier schön mit der Maske, so kann man jeden Tag hier zum befreundeten Pizzeria und ohne zu bezahlen einkaufen gehen, ja, also das heißt natürlich, Tim, unsere Werte sind natürlich nicht ganz repräsentativ, was wir da zeigen, richtig? Ja, genau. Also es zeigt schon, dass wir hier mit Leuten zu tun haben, die auch sich mit der Ernährung beschäftigen und mit dem Alkohol. Und das macht auch eindeutig Sinn. Wenn man Alkohol trinkt, wird die Fettverbrennung quasi auf Null gesetzt, weil die Leber natürlich erstmal den Alkohol irgendwie verstoffwechseln muss und das Fett dementsprechend nicht angeht. Von daher ist es eigentlich ein Fettblocker, ja, also fürs Abnehmen sehr schlecht. Und zudem kommt hinzu, dass Alkohol natürlich auch oft mit irgendwas Süßem konsumiert wird oder mit also gerade jetzt, sage ich mal, Cocktails, ja, als bestes Beispiel. Da ist jede Menge Zucker dann noch mit dem Alkohol, den man konsumiert, was natürlich doppelt schädlich ist. Absolut. Und noch viel schädlicher für den Säurebasenhaushalt. Oh, kannst du dazu was kurz sagen? Das ist jetzt gleich ein interessantes Thema, Säurebasenhaushalt, Barbara. Ja, das schweift aber jetzt vom Inbody ab. Aber wenn der Säurebasenhaushalt nicht stimmt, also wenn der Körper nicht ausgewogen ist, ja, dann kannst du eigentlich auch nicht abnehmen. Also das, du fühlst dich auch total unwohl. Wahrscheinlich merken das die meisten Leute noch nicht mal, woran es so sehr liegt. Ja, also, aber das ist, da klappt eigentlich so richtig gar nichts mehr. Ne? Also auch die Verdauung stimmt dann nicht mehr. Ich sage nur immer, ich kenne Leute, Frauen vor allen Dingen,
die können nicht mehr richtig auf Toilette gehen oder gehen 3 Tage nicht auf Toilette. Ich weiß nicht, was da passiert in deren Körper, aber die müssen sich ja fühlen wie ein Klops. Ja. Mhm. Und das ist natürlich für alles ganz schlecht. Ja. Es ist auch für die Haut schlecht, für die Haare schlecht. Also für Frauen ist das ein No-Go, wenn der Säurebasenhaushalt nicht... Wie kann man das bestimmen? Übers Urin, das kannst du, okay. Da gibt es solche Streifen in der Apotheke, die kannst du dir holen und dann so ein Testkit machen. Und eigentlich kann man es wirklich sehr einfach in den Griff. Okay. Ja, in einem sauren Milieu gedeihen halt Entzündungen. Und wenn Entzündungen quasi gedeihen, dann hat der Körper damit zu tun, diese Entzündungsherde auch irgendwie immer zu, ja, quasi wieder zu behandeln und zu bekämpfen. Und das sorgt natürlich für Stress im Körper. Und wichtig ist immer, dass man viele Mineralien zu sich nimmt. Das sind dann in dem Fall halt hier die Mikronährstoffe. Mineralien wären zum Beispiel Calcium, Magnesium, Kalium und so weiter. Und diese Mineralstoffe wirken allesamt basisch. Und da gibt es auch super Präparate, ganz verschiedene. Wie heißt das Mineralsalz, Barbara, was du manchmal nimmst? Dieses Bullrich oder so etwas, gell? Nee, das ist nicht Bullrich, das ist Basica. Basica, ja, aber das ist auch so. Ich sage immer, da isst man Steine. Das ist ein bisschen wie Steine essen, ja. Okay, wenn es gesund also, ist. Basica ist besser als Bullrich. Der braucht es vielleicht auch. Ja, okay. Tim? Sorry. Ja, Bullrich-Salze locken sozusagen nur die Säure, aber lösen sie nicht auf. Deswegen sind Bullrich-Salze gar nicht so gut. Basica sorgt dafür, dass ein basisches Milieu geschaffen wird, was eigentlich zu basisch ist. Und dann wird aus dem Blut die Säure rausgezogen, sozusagen aus dem Blut, aus dem Stoffwechsel. Und der Körper versucht wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Und dadurch wird der gesamte Körper basischer. Okay, also relativ in Anführungszeichen einfache Methoden, das so ein bisschen, wenn man das mal analysiert hat, ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie euer Körper reagiert, aber ich ab und zu habe ich natürlich auch Cheat Day. Ja, also ich habe mal ungefähr, was war das vor 3 Monaten hier unten bei uns gibt es so einen Dönerladen. Ich hatte mittags so einen Hunger und ganz ehrlich brutal. Also wenn man das isst, brutal. Ich wundere jeden Tag die Leute, die das essen können. Also ich kann da, mit mir ist dann den Rest des Tages nichts anzufangen. Also ich vertrage zum Beispiel relativ gut Nudeln und Salat. Das vertrage ich sehr gut. Nudeln können ja auch nicht viele vertragen, aber das da habe ich gar keine Themen, aber so Pommes frites zum Beispiel ist für mich der absolute Tod. Also da irgendwie, ja, die kann ich irgendwie nicht verdauen. Ich weiß auch nicht. Also zu viel Salz, zu viel irgendwie sauren Magen und dann kriegst du Sodbrennen davon. Also es ist schon brutal, so was Ernährung angeht. Also und ich glaube, da muss auch jeder so ein bisschen das für sich finden. Was tut ihm gut, was verdaut er gut und mit was kommt er nicht zurecht, richtig? Ja, auf jeden Fall. Also Ballaststoffe ist immer ein wichtiges Thema. Das sollte man immer genug haben. Das kann man auch in verschiedensten Analysen, kann man sich das mal aufzeigen lassen. Beispielsweise jetzt, wenn man jetzt ein Problem hat, zum Beispiel mit der Verdauung, ist immer sehr gut eine Stuhlanalyse. Und da sieht man sehr, sehr gut, ob man genügend Ballaststoffe beispielsweise isst. Ja, und welche Bakterienstämme im Körper fehlen. Also solche Themen sind sehr, sehr interessant. Ballaststoffe und sind ja meistens auch in Gemüse drin, ja, und Gemüse wiederum wirkt in den meisten Fällen auch wiederum sehr basisch, ja, also wieder sehr von Vorteil. Aber klar, man muss selber herausfinden, auf was man so reagiert und was zu einem passt. Aber das, was Henrik eben sagt auf Pommes frites, da, also auf alles Frittierte, reagiert man natürlich grauslich drauf, ja. Das liegt auch an ungesättigten Fettsäuren, glaube genau. ich. Genau, ja. Und dann verwenden dann Fetten, da auch sind, noch ja. schlechte Restaurants ihr Öl so lange, bis es eigentlich wirklich nicht mehr gut ist, ja. Und das merkst du natürlich dann auch, dann liegt es wirklich wie ein Klops im Bauch. Ne? Fett sorgt immer für eine erhöhte Produktion der Magensäure, ne? Ja. Ja, deswegen nur einmal im Jahr. Aber es reicht dann auch, reicht dann auch. Nein, aber da wir machen ein bisschen. Aber noch eine Frage, was ja. ich hier lese. Bei mir scheint die Sonne da so rein. Von wegen, ich merke das auch immer an der Kleidung. Wenn ich regelmäßig trainiere, dann platzen fast meine Hosen, weil ich straffere Muskeln dann bekomme. Ist doch gut. Ja, das ist eigentlich gut, aber für eine Frau ist es natürlich dann.
auch irgendwann nicht mehr gut, wenn die Muskeln so dick werden. Ne? Also, jetzt komm aber, Barbara, jetzt ganz ehrlich, Frau und Muskelaufbau, also gib mir eine Break. Nein, also. Wenn du wirklich so dicke Oberschenkel bekommst und sie fragt dann nur, also es ist eine Frage von Training natürlich, ne? Also wenn sie jetzt dazu neigt, dicke Oberschenkel zu bekommen, ja, ich würde ganz klar dann auf Kraftausdauer gehen und nicht mehr auf Krafttraining. Okay. Absolut, Kraftausdauer, also weniger auf Maximalkraft, sondern wirklich Kraftausdauer, mehr Wiederholungen, niedriges Gewicht, genau. Kardioanteile. Also dann kannst du das vielleicht, das hat hier die Andrea gesagt, das kannst du vielleicht dadurch besser in den Griff bekommen. Und ich kann euch nur sagen, probiert unbedingt in unseren Clubs den Senso Pro aus. Haben wir jetzt in jedem Club, ja, also ich war so ein Koordination- und Gleichgewichtshass-Trainierender. Also ich fand das immer doof, ja. Aber auch das bringt einen Puls dermaßen hoch, das Ding. Also das ist crazy. Ja. Also deswegen, und ist wirklich ein Ganzkörpertraining. Und 10 Minuten Senso Pro, und ich merke auch, mein Gleichgewichtssinn hat sich extrem verbessert. Ja. Und es geht sehr schnell. Das, ja, ja. Weil du hast den Rumpf wieder. Also das Senso Pro, Tim, macht ja stark wieder den Rumpf, ja, weil du musst dich halt stabilisieren die ganze Zeit. Da sitzen meine 7 Kilo, die stabilisieren mich natürlich schon per se, ja. Aber natürlich. Nein, das glaube ich nun wiederum nicht. Was? Wie? Das glaube ich nun wiederum nicht. Fett schwabbelt. Ja, die Muskulatur drunter. Die ist ja noch da, Barbara. Der Sixpack unten drunter ist ja noch da. Der muss dann langsam wieder freigelegt werden. Ja? Aber es sind wirklich die Rumpfmuskulatur. Und dadurch, dass ein Ganzkörpertraining ist, geht der Puls wunderbar hoch. Und du kommst sehr schnell wieder hier im MyZone auf deine Fettverbrennung. Ja? Und generierst Punkte. Und ich meine, es ist ein ständiger Kampf, das Gewicht zu halten. Das claimen, glaube ich, alle von uns. Das ist ein ständiger sozusagen, man muss sich ständig konzentrieren, ständig dranbleiben. Tim, kennst du auch, um die Form, die du hast, aufrechtzuerhalten, ist ständig Arbeit, oder? Also es hört nie auf. Ja, also es ist schon Arbeit. Man muss natürlich, man soll ja halt auch leben und Spaß daran haben. Das heißt, man muss einen Weg finden, wie man einen guten Körper für sich, einen guten Körper halten kann und trotzdem daran Spaß hat oder mit dieser Art der Ernährung Spaß hat. Und ja, aber sicherlich, es ist immer Arbeit. Und gerade im Alterungsprozess ist es nun mal immer auch etwas mehr Arbeit, die man reinstecken muss. Ein dauernder Prozess. Ich lese ja gerade, es kommt auch prompt ein Lob für das Senso Pro. Das ist echt ein cooles Gerät. Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein sehr cooles Gerät. Ich weiß noch, kann ich dir gerne die Geschichte dazu erzählen, wie wir in der Schweiz waren und hatten, Tim, du warst auch dabei, gell? Ja, ich erzähle euch die Geschichte mal vom Anfang. Ganz kurz. Die Geschichte vom Anfang vom Senso Pro. Ich war vor 2 Jahren auf der Messe in Basel und da war der Kaspar Schmocker mit seinem Kollegen, kommt gleich, dem Jan Urfer. Ja? Und der Kaspar hat gesagt, weil ich wusste ja schon, der hatte mich auf Senso Pro angesprochen, ihr wisst, die Barbara, die kauft eigentlich nur Geräte, die hübsch aussehen auch. Also das heißt, es muss gut aussehen. Und der Kaspar hat mich dann hingebracht und hat gesagt, du, das Gerät sieht richtig schlimm aus, aber du musst es ausprobieren, ja. Und dann habe ich mich da drauf gestellt und dann bin ich nach Hause gefahren, habe der Barbara das erzählt und sagt, hier, ich habe ein Gerät ausprobiert, sorry, das sieht sau hässlich aus, ja, das ist überhaupt nicht schön, aber unglaublich gut, ja. Und dann hatten wir ja da sowieso zu tun in der Schweiz, und dann hat die Barbara sich auch draufgestellt und dann sind wir nochmal mit dem Tim und der ganzen Gruppe nochmal in die Schweiz gefahren. Und dann glaube ich, jetzt kommt die Story von der Barbara, waren alle komplett begeistert und jetzt haben wir es in allen Clubs. Und ich freue mich natürlich auch, dass die Mitglieder das auch sehen. Und so sind unsere Entdeckungsreisen. Wir gucken was an, sind dort keine Berührungsängste. Und ich muss ganz ehrlich, für mich war, ich mochte nie Koordinationstraining auf diesem Wackel, auf dem Bosu oder auf dem Wackelbrett. Das ist zwar auch genauso gut, aber ganz ehrlich, ich will nicht auf ein Gerät, wo ich bescheuert drauf aussehe, ja, wo man sieht, dass ich es nicht kann. Das will ich nicht. Und beim Fitness ist das Schöne, ja. Du kannst mittrainieren, ich kann mit dem Tim trainieren, die hat die dreifachen Gewichte von mir und trotzdem trainieren wir zusammen und es funktioniert. Ich nehme halt die anderen Hanteln und er nimmt die großen, ja. Und beim Senso Pro kann auch jeder drauf, ohne dass er beknackt drauf aussieht, ja. Und das ist für mich... Vor allen Dingen, das ist das erste Koordinationstraining, was wirklich Spaß macht. Ja. Also es hat so einen tollen Aufforderungscharakter. Und man fällt vor allen Dingen nicht runter, ja, wenn es wirklich wackelig wird, man kann sich sofort festhalten.
Und also es ist wirklich ein sehr, sehr intensives Training. Ihr wisst ja, da sind die Programme drin, oder wer es nicht weiß, also es sind in dem Screen vorne dran, sind ganz verschiedene Programme drin, von Programmen für Anfänger bis Fortgeschrittene, bis hin zu einer Sportart, die du trainieren kannst da drauf, oder die, was gut ist für die Sportart. Ja, und das ist sensationell. Also es ist wirklich ein tolles Training. Da kommen wir auch zum Titel Home Workout versus das Fitnesstraining. Ja. Du kannst halt sowas zu Hause nicht nachstellen, also nur ganz schwer. Und das, Da musst du dir das schon nach Hause kaufen. Genau. Überweist an die freundlichen Schweizer 22.000 Franken und dann steht es bei dir zu Hause. Und es ist richtig hässlich. Also viel Spaß in eurem Wohnzimmer. Immerhin, Daniel Craig hat es. Daniel Craig, das wisst ihr. James Bond, also wir wissen, der Insider News, hat sich verletzt bei einem Stunt. Ihr wisst, Daniel Craig macht für den James Bond die Stunts selber und hat dann in der Schweiz angerufen und hatte davon gehört, und zwar von diesem Basketballstar. Wie heißt der? Kevin Durant. Der hatte dem Daniel Craig erzählt, ich trainiere darauf. Dann hat der Daniel Craig gesagt, ich muss das Ding am Set haben. Okay, der James Bond kommt erst im November in die Kinos, aber vielleicht sehen wir auch das Sensor Pro im James Bond. Ja. Also mal gucken, ja. Aber genau das ist das Ding, und das kann man sich schlecht für zu Hause kaufen. Also das ist doch der Wahnsinn, ja. Was hat man noch im Studio, was man nicht zu Hause hat, Tim, wenn wir da zum Thema sind? Also gerade Gewichte und Maschinen. Exakt, genau. Gerade Maschinen und die Gewichte, wenn man wirklich dann in den Muskelaufbau reingehen möchte, intensiven Muskelaufbau betreiben möchte, da brauchst du halt auch einfach Gewichte, mit denen du arbeitest. Klar, man kann sich zu Hause ein bisschen was irgendwie zurecht machen mit Wasserflaschen oder sonstigen, aber es hat alles seine Grenzen, und da richtiges Gewichtstraining kann man halt einfach in der Konsequenz, wie man es im Fitnessstudio hat, nicht machen. Vor allen Dingen auch sind die Geräte, bieten ja auch eine gewisse Sicherheit, und sie bieten eine gewisse Struktur. Und das alles kann man halt zu Hause gar nicht irgendwie nachkonstruieren. Beispielsweise, wie will man den Rücken wirklich gut und für sich individuell stärken zu Hause, ja? Da musst du dir schon richtig kreativ sein, um irgendwelche Ruderübungen oder Sonstiges zu Hause zu machen. Klimmzüge, die kann halt auch nicht jeder, weil das auch natürlich eine sehr fortgeschrittene Übung ist. Das heißt, da ist einfach das Maschinentraining oder die Kurzhantel, die man im Studio hat, perfekt dafür. Tim, du kannst ja mit kurzen Seite... Es ist schwierig, also bei den Sessions gescheite Rückenübungen rauszusuchen. Ne? Ja. Also das ist wirklich äußerst schwierig ohne Gerät, ohne Kabelzüge. Ja, da was Richtiges rauszufinden. Ja, und diese teilweise Übung mit Zügen, mit Gummizügen noch was darstellen, ja. Also das funktioniert, aber auch nicht so gut. Du kannst es nicht so fein einstellen. Und auch diese Übung, wo man auf dem Boden liegt und den Oberkörper anhebt, ganz ehrlich, so richtig Spaß macht die nicht. Also das ist jetzt macht nicht man so leider gut. Auch oft falsch, ja. Also das ist, da wird schon häufig anderes angespannt und nicht das Richtige. Tim, geh doch mal ganz kurz zur Seite. Du bist ja gerade im Studio bei uns im Romeo und Julia. Nicht ganz. Ah, du bist am Banner. Ah, der schummelt. Tim schummelt. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber voll reingefallen. Ich dachte, du kannst gerade mal so links, du bist ja genauso wie ich. Ich habe gut positioniert, ne? Weißt du, ich habe schon die ganze Zeit gedacht, hey, sag mal, im Romeo und Julia, ich muss mir jetzt Sorgen machen, am Mittwoch um 7 Uhr kein Trainieren da und dachte schon, Mann, oh Mann, ich glaube, wir haben ein Thema, Tim, oder? Da bin ich beruhigt, ja. Aber ihr seht da, du hast ja ein schönes Foto vom Romeo und Julia, du siehst da das Battle Rope, du siehst die Kabelzüge, Boulderwand, hinten siehst du die Gewichte, das Kaiser Rack. Ich meine, dann ist links das Sensor Pro, der Inbody, rechts der Cybex Bravo Kabelzug, Matten und so weiter. Also ich weiß nur, im Romeo und Julia alleine steht schon eine Ausstattung für 200.000 Euro. Gell? Also obwohl das eigentlich nichts ist, gell? Aber steht trotzdem 200.000 Euro nur an Spielzeug. Wenn man eine vernünftige Ausstattung hat, muss man schon richtig investieren. Also denk mal, ein Home-Gym unter 50.000 Euro, da wird es recht schwer, gell? Also wenn es was Vernünftiges sein soll. Ja, Romeo und Julia. Ich sag nochmal, also auch beim Training gilt, ne, man muss sich einen Trainingsplatz einrichten. Ja, und zwar ohne Ablenkung. Und das hast du zu Hause meistens nicht. Ne? Also das heißt, du trainierst wahrscheinlich doch nicht so richtig. Ja, du machst vielleicht mal 10 Wiederholungen hier. Und dann musst du vielleicht mal irgendwie zur Tür rennen. Oder das Kind sagt gerade was zu dir.
und dann geht es wieder weiter. Also du kannst nicht so sehr ein ganz gut konzentriertes Training absolvieren, wenn du nicht wirklich einen Raum zu Hause, einen Fitnessraum zu Hause hast. Ja? Genauso wie du einen Schreibtisch hast, brauchst du auch beim Fitness einen Fitnessarbeitsplatz sozusagen. 100%. Ja. Michi, haben wir noch Fragen? Wir haben, glaube ich, noch ein paar offene Fragen, die wir stellen wollten. Publikumsfragen? Ja, in der Tat haben wir noch zwei. Die Barbara hatte vorhin ja angesprochen, viszerales Fett oder ein bisschen auf. Barbara sagt, ich habe keine Waage zu Hause. Jetzt haben wir ja ein paar Teilnehmer hier, die vielleicht trotzdem eine Waage zu Hause haben. Und mich hätte da schon mal spannend interessiert, ich mache sie gerade mal auf, ob denn vom Körperstatus her der ein oder andere zugenommen hat oder wie Barbara vielleicht ausnennen muss, weil es nicht bestimmbar ist, weil man keine Waage zu Hause hat. Das fände ich nochmal ganz spannend. Und dann ist natürlich zum Abschluss nachher noch interessant, was ihr jetzt macht. Also wie ihr euch jetzt nach der Corona-Zeit, Fitnessstudios sind ja wieder geöffnet, wie da so eure Gewohnheiten sind im Training. Aber jetzt machen wir die erste Frage. Ich habe ausgefüllt, habt ihr alle ausgefüllt? Die erste ja. Frage. Ich habe zugenommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit 90 Kilo rein und bin jetzt mit 93 Kilo raus. Und wir wissen, wo die 3 Kilo sind, nämlich im Rumpfbereich. Aber ich bin für jede Hungersnot gewappnet. Was ich mir auf jeden Fall empfehlen kann, ist, eine Inbody-Analyse bei uns machen zu lassen, jetzt gerade, wenn man wieder anfängt, weil jetzt ist die Chance zu sehen, welche Erfolge das Training bringt, ne? Meine ist eben ganz aktuell. Ich habe sie, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war im Mind Tower und der Welday hat mich überredet, weil ich bin ja nicht anders als ihr Mitglieder oder so. Ich bin ja genauso. Ich habe auch gesagt, nee, Welday, nee. Und dann wollte ich schon die Ausrede, ich habe schon was getrunken, war morgens um 9. Nee, samstags morgens um 9 habe ich natürlich noch nichts getrunken und so. Also ich kam nicht raus aus der Nummer und gesagt, oh Henrik, wir machen eine In-Body-Analyse. Ja. Ja, gut. Kopf an Kopf. Oh. Ja, also viele Mitglieder sind besser als ich. Also ich bin auch bei dem oberen etwas zugenommen. Ja, aber gut, dafür ist Training da. Macht unbedingt die Inbody. Also das ist wirklich herzlich gerne eingeladen. Was ich bei Inbody noch interessant finde, ist ja, es zeigt ja nicht nur die Fettwerte, sondern das zeigt auch noch rechter Arm, linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein. Ja. Wo sind die Ungleichgewichte? Wo sind die Disbalancen im Körper? Das finde ich auch noch wichtig, falls man nämlich irgendwo Beschwerden hat und man weiß nicht so genau, warum, weshalb und so. Und dann kann man ganz klar sehen, ja, wo bin ich eigentlich? Ja, man ist dann eigentlich schief. Ja, man belastet immer die gleichen Seiten und merkt das dann teilweise gar nicht. Ja. So sieht's aus. Also dafür ist der wirklich sehr interessant auch. Michi? Okay, da haben wir noch eine Frage für uns. Dann sind wir im Prinzip mit unseren Fragen durch. Oh, die. Was hältst du dich für Corinna? Komm, jetzt gehen wir. Gehst du zu Primetime Fitness? Darf man auch mehrere ausdrücken? Mehrfach. Oh, ich mach fast alles hier. Bis auf die letzte. Ja? Also ich nutze oft den Online. Ihr wisst ja, vielleicht habt ihr es gesehen, ich war letzte Woche am Sonntag bei den Online-Kursen als Teilnehmer dabei. Ja, sogar hier auf Video festgehalten. Tipptopp. Hast du eine Auswertung, Michi? Oh, ganz eindeutig. Fitnessstudio. Also ich denke, wir sehen mal, wie nicht repräsentativ unsere Teilnehmer hier sind, ja. Dass wir da nicht repräsentativ sind. Also, ganz klar, Mehrheit geht wieder ins Fitnessstudio. Ich denke, Tim, wir wissen alle, warum. Die Barbara hat es gesagt, du hast ein Setup dort. Im Moment muss ganz ehrlich, die Mitgliederfrequenzen verteilen sich extrem gut über den Tag. Wir sehen es beim Tim, im Romeo ist es leer. Ist keiner da. Also, Tim, die Andrea kommt schon ganz klar zum Inbody-Check. Ja, finde ich gut. Also wie gesagt, der Schweinehund, wenn der jetzt überwunden wird, ja, nach Corona, das ist perfekt, jetzt der perfekte Zeitpunkt, um wieder reinzustarten. Ich meine, das Trainingsprogramm sollte jetzt, gerade jetzt, auch wieder angepasst werden. Man hat jetzt 3 Monate nicht trainiert, ja, oder hatte auch vorher vielleicht einen Trainingsplan, der gut gepasst hat, wo man ja aber jetzt nicht mehr so richtig reinfindet oder der jetzt nicht mehr richtig passt nach den 3 Monaten.
Also gerne zu uns kommen, einfach einen Trainingsplan-Update ausmachen und wir erstellen dann den richtigen Plan, um wieder reinzukommen und machen dann auch regelmäßig In-Body-Analysen, damit man den Fortschritt festhalten kann. Und ich würde sagen, also wenn ich jetzt ins Training komme, wann dann? Also genau der richtige Zeitpunkt. Und vor allen Dingen, Tim, wir wissen ja alle, das geht um gewisse Alltagsmuster wieder zu durchbrechen. Da muss man ja irgendwie Dinge 12 Wochen machen. Wenn ich Dinge 12 Wochen am Stück mache, dann kommt es wieder in meine Gewohnheit über, in meine Gewohnheit. Ja. Und gerade jetzt kannst ja du auch als Personal Trainer da perfekt unterstützen. Und gerade wenn ich jetzt eine Regelmäßigkeit wieder reinkriegen will und ich buche eine Stunde mit dir einmal in der Woche, dann mache ich schon mal einmal in der Woche mehr Sport im Fitnessstudio als vielleicht zuvor. Und vor allen Dingen ja. In dieser einen Stunde gehe ich vielleicht auch in Regionen, die ich alleine in meinem Schweinehund nicht schaffen würde, sondern du quälst mich da einfach noch ein bisschen drüber, was sich bei der In-Body-Analyse nach 12 Wochen dann auch wieder positiv sozusagen auswirken wird. Also auch da denke ich, jetzt der richtige Zeitpunkt mit einem Trainer von uns einmal in der Woche zu trainieren. Um da jetzt in den nächsten 12 Wochen richtig tolle Ergebnisse hinzubekommen, um das dann mitzunehmen. Wir kommen ja auch auf den Sommer. Vielleicht können wir, in Deutschland gibt es schöne Strände, es gibt die Berge, es gibt Seen, da kann man auch gut aussehen. Muss nicht unbedingt immer nur die Strandfigur sein. 100%. Tim, du hast ja auch neue Trainer angestellt, glaube ich. Gell? Du bist ziemlich stark in der Akquisition. Ich glaube, alle deine Trainer sind aus der Kurzarbeit raus natürlich, sind alle an Bord. Uns kommen auch noch neue dazu. Gell? Genau, also wir sind fleißig und wir warten auf euch, um euch zu trainieren. Und auch gerne mal euren, falls ihr schon Personal Training auch habt oder einfach auch mal reinschnuppern wollt ins Personal Training, gerne mal in eurem Club nachfragen, ob ihr nicht einfach mal eine Stunde im Romeo testen könnt. Das organisieren wir gerne für euch, weil dieser Club hinter mir mit Abstand der... Also wirklich der ruhigste und beste Club, den man haben kann, der persönlichste Club. Ja. Also einfach mal euch umsonst eine Stunde holen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Reinschnuppern. Onno kann es bestätigen, der guckt uns gerade zu, der trainiert fleißig mit Claudio im Romeo, das weiß ich. Und auf jeden Fall ist das sehr, sehr intensiv und wird euch auf jeden Fall Spaß machen, zu 100%. Und es startet mit der In-Body-Analyse, gell? Was wir noch nicht erwähnt haben, was wir auch nicht zu Hause hatten, ist der Nylon-Zirkel. Ne? Ja. Also Nylon-Zirkel und überhaupt exzentrisches Training. Ja? Hm. Und das sollte eigentlich jetzt jeder wieder machen, denn mit Nylon geht es wirklich ganz, ganz schnell, wieder Muskulatur aufzubauen. Also der Nylon-Zirkel bringt mich regelmäßig an meine Grenzen. Ich konnte es jetzt gerade nicht machen, ja, klar, weil ich nicht so gescheit trainiert habe oder zu viel joggen war, habe ich mir was am Knie geholt. Ich hatte andere Laufschuhe auf einmal. Und die habe ich, glaube ich, nicht vertragen. Ich glaube, Michael, du hast gesagt, mit diesen Laufschuhen, die ich dann hatte, die waren zu hart für mich. Ne? Die haben diese Kevlar-Dings drin, gell? Mhm. Du hast ja diese super Nike-Schuhe gehabt. Das wusste ich nicht. Und deswegen habe ich mir das geholt. Jetzt geht es langsam wieder weg und ich kann langsam wieder normal trainieren. Also da musste ich aber auch ganz schön arbeiten an meinem Knie. Ich glaube, aber das war auch wieder so eine Odyssee. Keiner konnte so richtig sagen, was ich hatte am Knie. Also die, ich war beim Orthopäden und der hat mir gesagt, ja, ich hätte was am Kreuzband. Komisch, habe aber gar nichts gemacht, was mein Knie so belastet, dass ich was am Kreuzband haben könnte. Also es war ein bisschen merkwürdig. Gut, zum Abschluss, ein paar Fragen, haben wir noch was? Wir sind soweit, haben wir keine Fragen mehr vom Publikum, nee, Kommentare, alles soweit. Hat es gepasst? Barbara, hast du noch Punkte? Wir machen sich gegenseitig Mut. Machen sich gegenseitig Mut in Body-Analyse. Guck mal, da steht noch was, da steht noch ein Kommentar. Habe zwar laut Waage nicht zugenommen, eher abgenommen, aber ganz sicher sind es, naja, klar, an Muskulatur hat man abgenommen. Ja. Und das mit dem Muskelmasse ist echt ein Teufelskreislauf. Wenn du da, Tim, erklär das nochmal kurz, wenn du Muskelmasse abnimmst, was dann passiert? Ja, weil dann wird es immer schwerer, ja? Genau, also Muskelmasse abnehmen bedeutet mehrere Sachen. Es bedeutet, dass man auch weniger im Ruhezustand überhaupt verbrennt an Kalorien. Das wiederum Grundumsatz, ja, geht zurück. Genau, Grundumsatz geht zurück. Das wiederum bedeutet, dass man auch weniger essen kann, um auf demselben Niveau zu bleiben. Aber man passt ja sein Essen logischerweise nicht nach unten hin an, sondern man isst natürlich die gleichen Portionen wie vorher, nimmt dann mehr an Fett zu. Das wiederum sorgt natürlich auch dafür, dass man
nicht so fit im Alltag ist, mehr Gewicht in Fett natürlich mit sich rumschleppt, egal ob es Treppenlaufen ist oder sonstiges. Gelenke werden nicht mehr so gut geschützt durch Muskulatur. Wirbelsäule wird nicht mehr so gut geschützt und gestützt durch Muskulatur. Also das sind alles wichtige Punkte, die mit dem Muskelabbau einhergehen. Und ja, das ist so eine Spirale quasi, wo dann immer mehr Probleme... Sonst hat man mehr Masse, ne? Genau. Also, sonst hat man mehr Masse, die man mit rumschleppen muss, aber die man nicht kontrollieren kann. Genau, und die natürlich die Wirbelsäule nicht... Ups. Oh. Wir sind da, oder? Der Tim ist kurz weg. Ja. Wir gucken. Ich jetzt glaube ich hier. Also die meisten Leute sitzen viel. Mhm. Und sitzen ist das neue Rauchen, sagt man ja auch, weil Sitzen ist einfach überhaupt gar nicht etwas, was wir im Alltag machen, viel machen sollten, was wir aber mindestens 8 bis 10 oder 12 Stunden am Tag machen. Und das ist einfach super wichtig, dass wir da einen Ausgleich haben mit vernünftigen Bewegungen, für die wir auch gemacht sind, im Stand auch mit schweren Gewichten arbeiten, joggen, laufen, Ausfallschritte machen, Kniebeugen machen, Kreuzheben machen, all diese Bewegungen, Rumpfübungen machen. Und das macht man natürlich halt am besten im Fitnessstudio. Ja. In diesem Sinne, aufstehen ist das richtige Stichwort. Ich glaube, wir müssen alle kurz aufstehen. Ja. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Michi, können wir irgendwas schon zur nächsten Woche sagen? Was ist unser Thema? Ich habe es gerade auch schon mal reingeschrieben. Also herzlichen Dank, dass ihr da alle wieder mit dabei wart. Und wir haben nächste Woche ein spannendes Thema. Da geht es um Yoga, was ja auch ein absoluter Trend ist. Häufiges Krafttraining. Also ich habe mal gelernt, fang ja nicht an mit Yoga-Lehrern über Krafttraining zu diskutieren, dass das ja eigentlich gar nichts bringt. Und in dem Moment gehen wir nächste Woche mal auf den Grund. Wir werden da auch jemanden dabei haben, der im Yoga da aktiv ist. Und uns da zum Thema mal austauschen. Und das wird eine tolle Sache. Also seid da gerne mit dabei. Bin ich auch selber echt gespannt, habe auch natürlich schon ein bisschen Yoga gemacht, kenne ein bisschen aus und ich freue mich auf euch und herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Vielleicht sollten wir auf diesem Weg noch mal kurz die Leute animieren, noch ein paar Inbodies zu machen, weil wir brauchen noch ein paar, weil wir wollen die nach 8 Wochen ja noch mal eine Auswertung machen, wie es dann ist, wenn sie fleißig trainiert haben. Sehr, sehr gerne. Absolut, Barbara. Ja? Je mehr Daten wir haben, desto besser. Wir hatten jetzt eben diese 114, 115, die kurz vorher gemacht haben und dann gleich zum Start. Aber diese Datenbasis wird natürlich erweitert und die wird natürlich immer repräsentativer. In diesem Sinne, schöne Woche und bis nächsten Mittwoch, 18 Uhr. Ciao. Tschüss.